Jo, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu Let's Play Guild Wars 2. Ja, und da sind wir ja schon am Finale von Lebendiger Welt Staffel 3, Draconismons. Das heißt, der Othwain wird sich jetzt in Richtung Vulkan aufmachen. Das dürfte dann auch schon die letzte und die vorletzte Sehenswürdigkeit sein, die uns überhaupt noch zum Kartenabschluss hier fehlt. Ich werde hier vorher nochmal das Gildenbanner für magisches Gespür abgreifen. Dann in dieses Thermalrohr steigen. Repariert sind wir ja schon. So, und ach so! Ofadori. Ah, das Ding ist da drüben, die Sehenswürdigkeit. Soll aber angeblich hier auf der Ebene sein. Dann machen wir mal Folgendes. Gehen nochmal kurz hier rüber zu dem Thermalrohr. Nehmen das aber nicht, sondern gehen einfach hier durch den, um den Schlund, um die Titankehle herum. Finden dann auch die Taucherbrille, von der ich bereits geredet habe. So, und das ist der singende Aufstieg. Ja, perfekt. Taucherbrille hier ist auch relativ easy. Ihr könnt euch einen Gefallen tun, wenn ihr direkt auf unterste Ebene hier stellt oder auf mittlerste Ebene. Ihr müsst nämlich einfach wirklich nur hier gerade runterspringen. Von hier aus sieht man jetzt freilich weder das Wasser, in das man unten springen muss, noch den Trog, der im Wasser springt, in den man hineinspringen muss. Aber wenn man einfach nur hier so in diese Richtung runterspringt, na toll. Othwain, du solltest nicht da runterspringen! Ich dachte, das wäre eine Ansage! Nein, war das nicht. Du hast noch nicht mal die Taucherbrille auf, also. Naja, gut. Okay, wir sind ja wieder nach oben gekommen. Alles gut, alles gut. Irgendwie fehlt uns jetzt doch noch eine Sehenswürdigkeit, Fadori. Wo ist denn diese ich glaube, ich weiß wo. Der Kampf gegen Balthasar verzögert sich um einige Minuten. Ich glaube, wir sollten mal hier vorne das auch noch aufdecken. Ich glaube, das macht Sinn. Das machen wir wahrscheinlich am besten, indem wir in das Thermalrohr steigen. So. Und dann einmal fliegen. Legenderweise dort hinten hingehen. Genau. So. Einfach nur geradeaus. Ja, gut, ja, gut. Ich dachte, ich wäre schon da gewesen. Haben wir uns wohl getäuscht. Kann man eigentlich in dem Jumping Puzzle mittlerweile auch Tiere benutzen? Ich glaube ja, ne? Also ich fand das Jumping Puzzle selber gar nicht mal so schlimm. Was ich an dem Jumping-Puzzle halt echt schwierig fand. So, die Sehenswürdigkeit ist da. Ich habe sie schon gespottet. Aber hier bin ich doch schon gewesen. Wie kommt man denn da hin? Dann versuchen wir es hier rüber. Was ich daran halt schwierig fand, ist den Weg zu merken. Ansonsten ist es nicht schwer. Also einige Sprünge, die schwierig aussehen, sind dann aber doch mit den Essenzen des Eichenherzens sehr, sehr gut zu bewältigen. Insofern, was haben wir jetzt hier für einen Boss? Oben oder unten? Wahrscheinlich unten. Okay, ich will da ja eh nicht hin. Und an Mithril kann ich unglaublich gut vorbeigehen. Selbst wenn hier vier hintereinander stehen und eine davon eine reichhaltige ist. Das kann ich so gut. So, mal gucken. Wo ist denn jetzt die Sehenswürdigkeit? Da muss ich hin. Sag mal, ist das... Ach, das ist das Grabmal des Geomanten. Alles klar. Ja, ja, gut. Alles in Ordnung. Na, ich weiß schon was. Vorhin sind wir von der anderen Seite hier herangeflogen. Geht aber auch von hier aus. So. Die Leylinie, die führt hier rauf, ne? Ja. Nee, hier will ich ja gar nicht hin. Also wenn, dann will ich ja in diese Richtung. Genau. Jo, jo, hier ist richtig. Hier ist genau richtig. Ein Palmenschößling.
Oh nein. Noch mehr Palmschößlinge. Okay, er ist auf Sichtweite. Auf Sichtweite. Auf Sichtweite ist gut. Mit Sichtweite komm ich klar. So. Und dieser Palmschößling. Und ich nehme an, ja, dass ich mir jetzt am besten hier die Essenz des Eichenherzens hole. Um da oben auf den Weg zu kommen. Ich meine, zumindest ist der Weg, den ich nehmen muss. Oh, und außerdem gibt es da noch eine uranfähige Orchidee. Hui! Sehr gut. Das ist ja besser als die Ausbeute beim Bierrad. Tja, und beim Bierrad wirst du nie enttäuscht. So, und noch mehr Palmschößlinge, genau. Ne, Mithril habe ich tatsächlich genug. Allerdings bunkere ich das tatsächlich auch noch für die glänzende Klinge. Wobei ich aktuell, ja, die Herstellung der glänzenden Klinge schon alleine deswegen nicht so dolle verfolge. Weil ich das Schwert selber zwar wunderschön finde, aber die Fußspuren grottenhässlich. Also ich meine, die meisten Fußspuren empfinde ich als zu aufdringlich. Aber die glänzende Klinge, die setzt dem Ganzen natürlich, ja, nochmal die Krone auf. Moment, wo ist hier die uranfähige Orchidee? Ach da. Ja, genau. Mittlerweile braucht man ja auch endlich eine Axt hierfür. Ganz am Anfang waren die mit einer Spitzhacke abzubauen. Irgendwie war da was falsch gelaufen. Irgendwie galten die im Spiel als Erzknoten und nicht als Holz. So, gibt es auch hier jetzt einen Boss drin? Oh ja. Oh ja, der Champion-Verschlinger. Eieiei. Taktisch ein paar Gegner umgehen, indem wir einfach an ihnen vorbeifliegen. Diese Höhle ist übrigens voller uranfähiger Orchideen. Das heißt, wer hier die entsprechenden Blüten braucht, der tut gut dran, hier in die Höhle zu gehen, um sie hier zu sammeln. Ich glaube, es gibt ansonsten an keiner Stelle der Map eine so hohe Konzentration an uranfähigen Orchideen. Na, Mithril Erz, soll ich dich mitnehmen? Ja, na gut, weil du so nett fragst. So. Süßer, süßer Schatz. Naja, Holz abzuernten macht mir sowieso immer besonders viel Freude. Ey, ihr wisst ja. Ich weiß. Sie hat mich irgendwie ein bisschen drauf konditioniert, aber trotzdem. Ach Gott. Elite-Verschlinge auch noch. Wow, die Begräbniskammer. Sehr schön. Da haben wir jetzt den Abschluss von Draconismons doch noch bekommen, bevor ich, was? Aber sind ist nur ja besser okay. Als die okay, okay, okay. Beim Bierrad. Ja, ihr seid nur zwei Veteranen. Ich dachte, der Elite wäre mitgekommen. Das wäre halt blöd gewesen. Aber wenn ihr nur die beiden Veteranen seid, dann ist es okay. Hup. Sag mal, haben die jetzt hier weggefiert? Das ist natürlich besonders schlecht, wenn man gerade eine drauf hat. Tötet sie! Der Eisenhammer ist bereit zum Zuschlagen! Oh, ich habe gesehen, da ist noch einer. Ah, da ist doch von Elite rausgekommen. Kacke. Oh, und schon wieder weggefiert. Ich will doch nur das uranfähige Orchideeschen hier haben, hä? Huh?
Kann das sein, dass der Elite doch wieder weg ist? Leg das Ding schon. Ich krieg euch noch. Hier. Ich krieg euch noch. Und wenn ich euch nur umgekippt kriege. Zusätzlicher Schaden. Und. Niemals aufgeben. Nein, ich geb doch nicht auf. Soll nicht vor ihr so ein paar Kleiden verschlingern. Also ich meine, hallo. Okay, der Elite-Dürre-Verschlinger hat sich doch aus dem Staub gemacht, Gott sei Dank. Das ist ja besser als die Ausbeute beim Bierrad. Mhm. Trotzdem fände ich super, Utwein, wenn du dich jetzt hier doch nochmal durch die Höhle bewegst. Denn da sehe ich noch mehr uranfähige Orchideen. So, mal gucken, wie man da hinkommt. Ach, schau. Was haben wir denn hier? Wer möchte, kann sich das übrigens übersetzen. Also auf der GW2-Wiki stehen die asurischen Schriftzeichen genauso wie die altkreitanischen Schriftzeichen. Ich glaube aber, hier steht nur sowas wie, hier liegt Zinn oder so. Ich meine Z-I-N-N, das sieht doch schon so aus, ne? Was ist das da? Ist das die Urne von dem? Utwein? Tatsächlich? Das ist mir nie aufgefallen. Haben die echt die Urne von dem hier hingestellt? Und die soll niemand mitgenommen haben seitdem. Aha. Okay. Okay, hoch mein Leerchat. So. Skin gesperrt. Das ist was ich noch nicht habe. Oh, wie schön. Grausame zeremonielle Schwingenaxt der Treffsicherheit. Lass mal gucken, wie das Ding aussieht. Naja, okay. Ist jetzt auch nichts, was ich mir im Handelsposten kaufen würde, wenn ich ehrlich bin. Ja, okay, gut. Wir machen erstmal kaputt, was wir kaputt machen können. So. Und das da. Das wird ein nettes Sümmchen einbringen. Das können wir auch noch alles kaputt machen. Perfekt. So, und dich auch. Ich wurde nach strengsten Qualitätsmaßstäben gefertigt. Ich weiß. Und ich kann dir eins sagen. Ich bin froh, dass du nicht ganz so viel laberst wie das, wie der Holzhakotron. So. Die Sachen verkaufen wir im Handelsposten. Kann man eigentlich immer noch die süßes oder saures Taschen verkaufen? Aha. Naja, gut. Also wenn, dann verkaufe ich sie für 6. So. Aufmachen, tja, ist ja irgendwie verschwendet, oder? So. Die Inschrift. Das Sigill noch. Und fertig. So, der Rest ist nur noch Schrott, den wir in ganz normalen NPC schmeißen. Prima. So, Orchideen. Orchideen gibt es noch. Davon muss ich anscheinend in die eine Höhle rein, die dem Champion vorgelagert ist, oder? Ich glaube ja. So, also ganz schnell. Ich verlange, freigelassen zu werden. Einer der wenigen Momente, in denen ich es nicht so schlimm finde, weggeführt zu werden, wenn ich eh auf dem Weg weg vom Gegner bin. So. Ah, sehr schön. Hier haben wir jetzt ein bisschen abgekürzt. Oh, hier kann man auch rein. Einmal kurz geguckt. Ah, hier drin gab es noch eine uranfähige Orchidee. Schön. Bleibt ihr mal da unten. Ach komm, bleibt ihr doch da unten. Ich will doch gar nichts von euch. Ich will doch hier nur das Ding mitnehmen. Und dann gucken wir nochmal in die große Höhle rein, wo jetzt der Champion gerade drin ist. Ich glaube nicht, dass es ein Champion ist, den der Utwein ganz alleine schafft. Bei dem Wurm bestand wenigstens noch die Möglichkeit. Oh, wer ist denn da tot?
dass jemand dazukommt. Oh, ist schon wegteleportiert. Schade. Ich hätte jetzt geholfen. Ich wollte mich ja nur mit dieser Ranke nach oben katapultieren, um den Gegner aus dem Weg zu gehen. Aber okay. Aber okay. So. Veteran-Dürreverschlinger ist auf dem Weg weg. Sehr gut. Und der Champion-Dürreverschlinger sitzt da in der Ecke. Aha. Okay, aber hier in dem Raum gibt es jetzt auch keine uranfähigen Orchideen mehr. Na gut. Dann kommen wir zu unserem alten Vorhaben zurück. Balthasar töten. Und dafür geht es erstmal hier zur Wegmarke zurück. So, prima. Utwein, fühlst du dich bereit? Tja, wie bereit kann man sich fühlen, einem Gott der Menschen gegenüberzutreten? Ja, das ist allerdings tatsächlich eine gute Frage. Ich bin gespannt. Herz des Vulkans. Holla Bulla. Holla Bulla Bulla Bulla. Hey, hey, hey. Das ist mal eine andere Kulisse. Ich habe den Schlot des Vulkans erreicht. Der Schutz der Druiden erfüllt immer noch seine Aufgabe. Allerdings wird mir langsam warm. Mir war schon klar, dass ihr ins Schwitzen geraten würdet. Aber sagt lieber Bescheid, sobald euch ein feuriger Tod bevorsteht. Danke. Es gibt hier eine... Sieht aus wie eine Energiebarriere. Fällt euch etwas dazu ein? Wenn nötig, kann ich es näher beschreiben. Wie wäre es, wenn ich es mir einmal persönlich anschauen würde? Ihr Schraddel, ist er tatsächlich wieder in Ordnung? Nicht ganz. Das ist meine Schuld. Ich hatte nicht vor, euch das alleine machen zu lassen. Das macht Balthasar, nicht ihr. Aber ich habe ihm die Waffe gegeben. Auf jeden Fall ist Schraddel mobil und gegen die Hitze geschützt. Allerdings besitzt er keine Bewaffnung. Dementsprechend werde ich keine große Hilfe sein. Es ist einfach nur großartig, dass ihr hier seid. Stellt euch gegen einen Gott des Krieges und all sowas. Wir stecken ziemlich tief drin, Kommandeur. Hier, nehmt diesen Scanner und wendet ihn auf die möglicherweise tödliche Energiebarriere an. Die möglicherweise tödliche Energiebarriere. Ja, gut. Wie war das noch? Du sagst, was ich tun muss und ich tue es einfach. Ha, guck mal, ich komme in deine Barriere auch rein. Wenn wir uns ganz nahe kommen, dann... Oh, verdammt. Meine Barriere umhüllt deine Barriere. Jetzt sind wir doppelt geschützt. Tja, oh, der Unfeind kann auch ins Schraddel sein. Aha, so würde sich das anfühlen. Aha. Tja, die Quietschmaus ist mit von der Partie. Na, da freue ich mich aber. Ja, und was mach ich jetzt? So, erstmal mit Taimi reden, damit du den Scanner auch ausgehändigt bekommst. Scannt auf Teufel komm raus. Tja, ich kann alles scannen. Zum Beispiel dich. Grenzenloser Intellekt mit unendlicher kognitiver Leistungsfähigkeit erfasst. Bezeichnung ja. Taimi, die Prachtvolle. Merkwürdig. Eure Bescheidenheit wurde gar nicht erwähnt. Hey, das ist nur ein Scanner. Für ihn besteht die Welt aus objektiven Daten. Warum sollte ich ihm widersprechen? Genau, objektive Daten. Was ist, wenn der Scanner mich scannt? Na, das war ja klar. Naja, Taimi, die Prachtvolle. Dann scannen wir mal weiter. Zum Beispiel das da. Die Struktur der Energiebarriere ist hier fragil. Ah, ja, okay. Und was ist mit dem dicken Ding da? Unbeständiges Energiefeld erfasst. Bei dieser geografischen Lage kann es nicht natürlichen Ursprungs sein. Das bedeutet wahrscheinlich, dass Balthasar oder einer seiner Leute es installiert hat. Und das könnte bedeuten, dass es nicht perfekt ist. Ich kann den Scanner so einstellen, dass er selbst den feinsten Riss in der Panzerung findet. Lasst mich noch einmal schauen.
Dann geben wir ihr den Scanner mal zurück. Versucht es jetzt. Oh, das ging ja schnell. Okay. Ich habe den Scanner schon wieder. Sehr schön. Dann machen wir das Ding jetzt einfach mal kaputt. Oh. Okay. Das da wohl nicht. Da. Erfasse Schwäche. Defekt festgestellt. Bitte zurücktreten. Hurra! Ihr seid nicht tot! Wenn das mal kein wissenschaftlicher Fortschritt ist. Das Feld hat anscheinend versucht, seine Schwächen zu beseitigen. Sammelt diese Anomalien und setzt sie gegen das Feld ein. Auf diese Weise sollte es funktionieren. Ich würde selbst dorthin aufgleiten, aber ihr wisst ja, ich befinde mich hier in 2 Tonnen Stahl. Die warme Luft hier drin sollte euch nach oben befördern. Ha, was denn? Ich bin nicht gestorben! Schön, dass diese Möglichkeit bestand, ja. Hättest mich ruhig ein bisschen ordentlicher drauf aufmerksam machen können. So, steigen wir also mit der warmen Luft nach oben und sammeln Anomalien ein. Diese hier zum Beispiel. Was dazu führt, dass wir jetzt einen neuen Skill haben, mit dem wir die Ketten kaputt machen können. Nummer 1 ist kaputt. Jetzt sollen wir die Barriere erneut untersuchen. So, komm schon. Ja, da brauchen wir noch ein bisschen mehr. Das sammeln wir auch ein. Habe ich das Ding gekriegt oder nicht? Ich glaube schon, ja. Ich habe einen 1er-Skill. So, drauf geschossen. Und wieder gescannt. Komm schon. Na, komm schon. Außer Reichweite. War ich schon so viel zu hoch? So, und das letzte Ding. Direkt einsammeln, komm schon. Yes. Und die letzte Kette zerschlagen.